Hallo, ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Zum Abschluss meiner Make-up-Kollektion hatte ich euch ja versprochen, euch ein Declutter-Video zu zeigen und es ist so viel, was ich aussortiert habe. Ja, ich habe aussortiert die Sachen, die mir einfach keine Freude mehr bereiten. Wenn ich sie angucke, möchte ich sie nicht benutzen und ich habe aussortiert Sachen, die nicht mehr gut sind. Die Sachen, die nicht mehr gut sind, werde ich euch nachher einfach nur in einem bin zeigen kurz ich werde da nicht über jedes einzelne Produkt drüber gehen weil die kommen in den Müll natürlich die Sachen die noch gut sind werde ich entweder an meine Familie weitergeben an so an meine zwei Schwestern an eine explizit und zwar an die mittlere weil die auch so ein riesen Make-up Herz hat wie ich oder ich werde sie verkaufen ich werde sie bei Vinted online stellen mein Profil schreibe ich euch unten in die Infobox. Solltet ihr aber jetzt in dem Video Produkte sehen, die ihr unbedingt haben möchtet, dann schreibt mich gerne auf Instagram an. Da schreibe ich, äh, da schreibe ich, da heiße ich genauso wie hier. Dann ähm, kriegt ihr die. Produkte zuerst natürlich, bevor ich sie bei Vinted online stelle. Deshalb nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift bereit. Falls ihr hier Produkte seht, die ihr haben möchtet, schreibt sie euch auf und schreibt mir dann einfach bei Instagram. Ich werde euch dann auf jeden Fall einen guten Preis machen. Genau, nur das mal vorab. Ansonsten, falls sich für die Produkte keiner meldet, für die Produkte, es wird sich bestimmt nicht für jedes Produkt jemand melden. Werde ich sie auf Vinted Online stellen, zum Teil vielleicht auch in so Packages, in denen ich fünf, sechs, sieben Lippenstifte oder so zusammen verkaufe. Genau. Aber es wird nichts weggeschmissen, was noch gut ist. Das mache ich einfach nicht. Ich musste viel zu viel schon aussortieren, was nicht mehr gut war, vor allem an Lippenprodukten, weil ich das durch die Corona-Zeit halt einfach sehr selten benutzt habe. Und ja, das hat mir schon im Herzen genug weh getan. Genau, deshalb ähm, zeige ich euch jetzt, was ich aussortiert habe. Ich werde über jedes Produkt wirklich nur ganz, ganz schnell drüber gehen, weil es einfach sonst viel, viel zu lange dauert. Genau, starten wir mit den Lippenprodukten. Gott, da habe ich so viel aussortiert. Als erstes von Essence den Color Up Shine Lippenstift in der Farbe 10. Fand ich von der Textur her schön, aber gefällt mir einfach von der Farbe her nicht mehr. Dann Melt How Is Life. Ich habe so viele Lippenstifte, die, die mir einfach von der Farbe her nicht stehen, weil sie zu warm sind. Und über das Internet, finde ich, sieht man das oft halt einfach nicht so gut. Weshalb das, oder einige hiervon halt auch viel waren. Dann Naked Body von Jeffrey Star ist von der Farbe her genau wie Ho is Life. Also die sind echt ziemlich identisch, stehen mir halt einfach nicht. Dann den cool Kollagen-Lippenstift von Essence in der Farbe 202. Mag ich einfach nicht so gerne. Dann Scorpio Moon von Colourpop steht mir einfach nicht. Spice It Up von Essence, also auch so eine Essence Limited Edition. Äh, Chili, Hot Like Chili hieß er. Ich mag den Geruch einfach nicht, weil der sehr, sehr, ähm, wie sagt man das? Er riecht sehr spicy halt so ein bisschen und äh, gefällt mir vom Geruch her nicht. Als nächstes L'Oreal Holiday Ensemble steht mir nicht. Also die meisten, die hier aussortiert werden, stehen mir halt einfach nicht. Ne? Oder beim Swatchen hat mir die Farbe halt einfach nicht gefallen. Dann La Femme von KVD. Ich habe einen von Kylie, der genau die gleiche Farbe hat. Und da mag ich die Textur einfach lieber. Dann Quickie von Colourpop. Ganz schlimme Farbe bei mir, weil er einfach viel zu warm und viel zu hell für mich ist. Trend It Up in der 020. Steht mir nicht. Dann Milani in der Farbe 79. Eine ganz tolle Farbe, aber bei roten Lippenstift mag ich einfach Liquid Lipstick lieber, weshalb der gehen muss. Okay, weiter geht's. Makeup Revolution Stripped. Ist mir viel zu hell. Und Dominique Cosmetics in der Farbe Pretty Natural. Zu hell und zu warm. Genau. Sehr schade, weil einige der Lippenstifte wirklich teuer waren. Ich habe sie einmal getragen und habe gemerkt, sie stehen mir nicht. Ja, das ist halt immer die Sache mit Lippenprodukten übers Internet kaufen. Aber okay, lassen wir das. Weiter geht's mit dem Holy Grail Lipgloss von Maxim Giacomo mit Rival Loves Me. Falls ihr meine Review dazu gesehen habt, wisst ihr, dass ich den Geruch nicht leiden mag. Dann von Joué. Den Rose Fizz Lip Topper. Das ist so ein Mini. Ich trage solche Farben einfach nicht. Und dazu zählt auch von nix diese zwei Lipglosse. Absolut nicht meine Farbe. Von Sephora habe ich einen Liquid Lipstick. Der ist auch noch komplett in Folie. Cherry Blossom. Deshalb gebe ich den auch ab. Nicht benutzt. Noch nicht mal geöffnet. Was soll ich dann damit? Ich habe wirklich genug Lippenprodukte. Also, ich brauche eigentlich für Jahre nichts mehr kaufen. Dann den Sexy Mother Packer Gloss von Soap and Glory. Ich mag den Geruch nicht gerne. Von Catrice in Ultimate Stay Lip Tint in der Farbe Stay On Over. Nicht meine Farbe. Dann Wet and Wild. Caught You Bear Naked. Ernsthaft, das ist so ungefähr meine Hautfarbe. Deshalb ganz schrecklich. <laughs> BH Cosmetics Miss Claus in Slay, in Liquid Lipstick. Viel zu warm. Gefällt mir nicht. Dann, oh Gott, machen wir weiter. Victoria Secrets, ich mag solche Lipglosse nicht. Von Revlon, die Farbe Forever, steht mir nicht. Hoppla. <laughs> Mann. Von Catrice, den Limited Edition Advent Beauty Gift Shop Volumizing Booster. Ich mag solche Dinger nicht, die auf der Lippe bitzeln. Weshalb auch der What the Fake von Essence gehen muss. Ihr seht, ich bin rigoros gewesen. Dann habe ich drei Lip Liner, die ich nicht mehr haben möchte. Ähm, so einen pH-aktivierenden brauche ich einfach nicht. Dann Maybelline Sweet Pink. Die Farbe gefällt mir nicht. Und das gleiche bei dem NYX Lip Liner. Die Farbe gefällt mir nicht. Dann habe ich von Jouer noch den Peony Liquid Lipstick. Die Farbe gefällt mir nicht. Und das gleiche gilt für dieses Pat McGrath Herz, was ich ja erst neu gekauft habe. Dieser Lipgloss, da gefällt mir die Farbe einfach auch nicht. Und als letzte Lippenprodukte habe ich einmal das Golden Beach Lip Duo von Colourpop aussortiert. Da gefällt mir die Farbe einfach auch nicht. Das ist ein Lip-Liner und ein Lippenstift zusammen. Und dann von Kaleidos sortiere ich das ganze Ding hier aus. Das sieht so aus. Ähm, falls ihr die Farben-Swatches sehen wollt, guckt in meine Make-up-Kollektion. Hier gefällt mir halt einfach die Textur nicht, weil sie so, ähm, ja, so Velvet Lip Creams sind und das mag ich einfach nicht. Sehr schade, weil auch das Tin-Packaging sehr schön ist, aber ich gebe das natürlich in dem ganzen Ding hier ab als Set, genau. Bei den Setting Sprays habe ich nur eins aussortiert und zwar das Huda Beauty, weil mir das einfach zu stark riecht. Und auch die Huda Beauty Foundation muss gehen, weil sie für meine Haut einfach überhaupt nicht funktioniert. Und das gleiche gilt für die Rival de Loup Invisible Fluid oder das Invisible Fluid Make-up mochte ich einfach auf der Haut auch nicht. Genau. Die zwei Foundations und das Setting Spray müssen gehen. Kommen wir dann zu der größten ähm, aussortiert Kategorie, und zwar Lidschattenpaletten. Ich muss sagen, dass ich da dieses Mal wirklich rigoros war. Produkte, die ich geöffnet habe und bei denen ich dachte, hm bereitet mir irgendwie keine Freude mehr, habe ich aussortiert. Also selbst wenn mich nur ein Shade gestört hat, der mich aber eben einfach daran hindert, zu der Palette zu greifen, so ist es nämlich leider oft, muss sie jetzt gehen. Ich habe genug zu Hause und ich möchte einfach nur noch wirklich das behalten, was mir auch Freude beschert. Okay, bei den Single Shadows zeige ich euch erstmal, was ich aussortiert habe. Ich musste einige von den Super Shock Shadows wegschmeißen. Ich habe aber. Vier Single Shadows aussortiert, die gut sind, die ich aber halt einfach nicht mehr benutze. Und zwar Rosé Exposed von Love. Das ist eher so ein Topper. Dann den Miss Gloss Tinsel von BH Cosmetics, weil ich die gleiche Farbe von Milani nochmal habe. Fragt mich, warum ich beide in der Sammlung habe. Dann Essence Mars von diesen Sprinkle Shadows und von. J.Cat Beauty Below Zero. Genau. Die müssen auch gehen. Okay, Riesending. Eyeshadow Palettes. Und zwar von CC. Habe ich einige, die aussortiert werden müssen. Weil sie mir von der Qualität her einfach nicht gut genug gefallen. Die Ice Cream Palette. Ich habe die alle noch in Originalverpackung. Die werde ich auch in der Originalverpackung dann natürlich verkaufen. Genau. Also die Ice Cream Palette. Die Macaron Palette. Und die Cupcake Palette. Ja, haben mich einfach von der Qualität her nicht überzeugt. Sie waren nicht schlecht. Es sind halt eher so softe Eyeshadows, aber ich habe einfach in der Sammlung bessere und deshalb müssen die leider ausziehen. Und auch diese CC Palette muss gehen. Eine schöne Qualität, aber mir sind die Shadows einfach zu soft. Ich mag das so soft nicht. Dann von Rival Loves Me die Mystical Motions Palette. Hatte ich mir eigentlich mal für ein Video gekauft. Habe das Video aber nie gedreht, weshalb sie auch komplett unbenutzt ist. Ja, die muss gehen. Dann von Dominique Cosmetics, die, keine Ahnung, wie sie heißt, die muss gehen. Ich habe einfach zu viele Paletten in diesen Farben. Es ist ein gepresstes Glitzer drin, was mich stört. Und ja, deshalb greife ich auch nie zu der. Wirklich eine schöne Palette, die auch eine tolle Qualität hat, aber ich habe zu viele pinkne Paletten in der Sammlung. Dann muss die Vintage. Beach Palette von Essence gehen, einfach weil sie mir ein Stückchen zu warm ist und weil mich der blaue Shadow hier drinnen sehr, sehr stört. Von Moira habe ich die Loft Bayou Palette. War nicht schlecht, aber auch hier, ich habe zu viele Paletten in der Farbe und die anderen gefallen mir einfach besser als die von Moira. Die Essential Nudes muss genauso gehen von Moira. Die Qualität ist, wie gesagt, ganz in Ordnung. Die hier habe ich, glaube ich, nur einmal benutzt, so wie die andere auch. Aber es gibt einfach bessere. Ich finde, Moira ist so ein bisschen, mm, naja, von der Qualität. Dann habe ich die Emotions Nude von L'Oreal. Ist mir einfach zu stark parfümiert. Ich merke es jetzt schon wieder. Deshalb muss die gehen. Schönes Farbschema. Eigentlich auch schön pigmentiert, aber riecht mir zu stark. Dann die Ice Cream Bee von Wet and Wild muss gehen, ist mir einfach zu all over the place, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, haut mich so ein bisschen vom Hocker, wenn ich so die Farben sehe. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Deshalb muss sie auch gehen. Und von Revolution die Forever Dynamic Palette. Ich habe einfach zu viele Paletten in dem Farbschema, die ich lieber mag als die hier. Ja. Kommt häufig vor als Grund bei mir. Ich habe einfach zu viele Paletten und viele, die ich halt lieber mag. Weiter geht es mit einer Palette, die mir schon ein bisschen im Herzen wehtut, aber ich benutze sie einfach nicht. Und zwar ist das die Saga auf Freya Palette von Oden's Eye, die so doppelseitet ist. Einmal die Seite. Wäre es nur diese Seite, würde ich die Palette auf jeden Fall behalten. Aber es gehört halt auch noch diese Seite dazu. Und hier muss ich einfach sagen, stören mich der Orange und der Grünton. Weshalb ich halt auch wirklich nie zu der Palette greife. Und sie nur wegen einer Seite zu behalten, finde ich ein bisschen bekloppt, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach verschwenderisch. Deshalb, ja, muss die gehen. Ich hoffe, es freut sich dann jemand anders darüber. Ich habe sie wirklich nur einmal benutzt. Und ja, wie gesagt, es tut mir schon ein bisschen im Herzen weh. Dann habe ich von Catrice die Dazzling Pink. Ist mir einfach zu warm. Das gleiche gilt für die Bronze Away von Catrice viel zu warm dann habe ich von Cara Beauty die Escape the Ordinary Palette hier sind zwei gepresste glitzer drin stört mich und das Farbschema ist irgendwie so ein bisschen meh für mich also ich greife halt einfach nicht dazu und das gleiche gilt für die Utopia Palette von Beauty Bay wirklich eine coole Palette aber ich greife nicht dazu und auch die Moira Go Fly Travel Palette finde ich einfach underwhelming. Ja, weshalb auch die gehen muss. Von 11 habe ich auch zwei Paletten, die rausfliegen und zwar einmal die Asa EU Palette und die Chocolate Mint. Ich habe einfach zu viel in der Farbrange und die ich auch besser finde als die zwei. Dann habe ich einmal den Style Style and Ease Lip, äh, nicht Lipstick, Eyeshadow Stick. Habe ich doppelt gekauft, so dumm wie ich war. Deshalb muss der gehen. Und von Beauty Bay habe ich einen Eyeliner in der Farbe Aurora. Ist so ein ganz, ganz helles Lila. Habe ich einfach in der gleichen Farbe von Colourpop noch und den mag ich lieber. Arbeiten wir einmal meine Colourpop Paletten ab, die ich aussortiert habe. Und da war ich auch wirklich rigoros. Einmal des Sparkler Quattro benutze ich halt einfach nicht dann you had me at hello wirklich ein altes schätzchen aber ich benutze es einfach nicht das ist halt was für leute mit sammlerherz die sie gerne haben möchten wirklich ein schönes farbschema aber ich greife halt einfach nicht dazu das gleiche gilt für die california love palette die ist wirklich noch komplett unbenutzt habe ich mal von meinem mann geschenkt bekommen ist mir aber einfach mittlerweile vom farbschema her ja einfach zu warm weshalb ich die auch noch nie benutzt habe. Die Cute AF Palette, die erste Colourpop Palette, die je rauskam. Ich habe aber mittlerweile ja die Natasha Denona Palette, das Original dazu, weshalb ich die hier nicht brauche. Dann die Designer-Kollektion Disney Princess mit Colourpop, nie benutzt. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Farbschema hier nicht ansprechend genug, muss ich ehrlich sagen. Ist aber ein Sammlerschätzchen. Vielleicht freut sich da jemand von euch dann drüber. Dann die Nude Mood. Auch noch nie benutzt, weil sie mich zu sehr an die Going Coconuts erinnert. Ihr seht, ich habe oft Paletten bestellt bei Colourpop, die ich einfach nicht benutzt habe. Und das gilt auch für diese hier, für die Little Ray of Sunshine. Nie benutzt. Hat mich im Internet angesprochen. Und als sie dann da war, wollte ich sie irgendwie nicht mehr haben. Und dann kommen die größten Fehlkäufe meines Lebens bei Colourpop. Und zwar sind das diese. Fünf-Pen-Paletten. Warum habe ich sie nur gekauft? Da sortiere ich eigentlich fast alle aus. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei behalten. Der Rest muss alles raus, weil ich sie einfach nicht benutze. Ich weiß nicht, ich greife halt nicht dazu. So, wir haben die Swag-Palette von Colourpop. Komplett unbenutzt. Wir haben die 143-Palette von Colourpop. Wir haben... Die Color Vision, die Pinkne, wir haben die Moon Haze und wir haben die Neon Gaze, whatever. Ja, die müssen alle fliegen. Dann fliegen diese vier. Einmal die Balladpalette. Hier habe ich noch die Originalverpackungen. Das heißt, derjenige, der sie kauft, bekommt sie im Originalpackaging. Also in der Umverpackung natürlich, ne? Ja, das ist einmal die Ballad Palette, die Cherish Palette, die Armor Palette, die Statement Peace Palette, Rumor Has It, Too Hot, Cashmere Forever und High Society. Dann habe ich einige Single Shadows aussortiert, die werde ich in dieser Palette auch verkaufen. Ja, das sind unterschiedliche Marken. Kylie, Colourpop und welche, die ich aus anderen Paletten rausgenommen habe. Genau, das sind halt einfach die, die ich nicht mehr haben möchte, weil sie mir zu warm sind oder zu hell. Genau. Die wird gehen. Dann habe ich ein Sammlerstück, was ich aber einfach nicht benutze und es zu schade finde, bei mir in der Sammlung zu lassen. Und zwar die Catrice Ariel Palette. Ich greife genau wegen dieser Reihe nicht dazu. Irgendwie schreckt mich die einfach ab. Ja, deshalb, ähm, ich weiß, dass einige die gerne haben möchten. Weshalb ich hoffe, dass sie ein neues Zuhause findet, in dem sie auch benutzt wird. Es ist immer schade, wenn ich Sachen habe, die ich halt einfach nicht benutze. Ja, deshalb muss sie gehen. Dann das gleiche gilt für die Bare Necessities von ColourPop. Komplett unbenutzt. Ich mag einfach die kühlerstichige, die Smoky heißt sie, glaube ich. Smoke Sessions, keine Ahnung, wie sie heißt. Die Don nee, Stone Fox heißt sie, genau. Die mag ich einfach lieber als die Bare Necessities, weshalb ich die hier auch noch nie benutzt habe. Ja, Ich hoffe einfach, es freut sich jemand anders mehr drüber. Gleiches gilt für die 90s Remix Palette von BH Cosmetics. Ist einfach nicht mehr mein Farbschema. Ist mir zu knallig, muss ich ehrlich sagen. So. Dann muss die Daisy Marquez Palette mit BH Cosmetics gehen. Ist auch so ein kleines Sammlerstück, aber. Ich benutze sie einfach nicht. Mir sind die Farben nicht gut genug pigmentiert, muss ich ehrlich sagen. Und ich greife halt einfach nicht dazu. Genau. So, dann geht es weiter. Ich hoffe, mir fallen die Paletten jetzt hier nicht runter. Mit der Rival Loves Me on My Desk Eyeshadow Palette. Habe ich mir mal für ein Video gekauft, danach nicht mehr benutzt, weil sie mich einfach nicht anspricht. Und die Morphe 18B Palette habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, musste ich unbedingt mal haben wegen den Grüntönen, weil es damals, als sie rauskam, noch nicht so viele gab. Mittlerweile habe ich aber genug Paletten. Dann sortiere ich die Shade and Light Eye Palette von KVD aus. Ich habe die Tarte Clay Play Palette, die ich einfach lieber mag. Deshalb muss die gehen. Da habe ich auch noch den Pamphlet dazu. Also wer die kauft, kriegt dieses Zettelchen mit. Dann habe ich die Forever Flawless Palette von revolution benutze ich einfach nicht und das gleiche gilt für die soft-x palette fand ich einfach auch von der qualität her nicht gut muss ich ehrlich sagen auch gehen müssen die salut-paris palette von essence spricht mich einfach das farbschema nicht an und die konichiwa tokyo palette ist mir einfach auch zu warm dann ich weiß ein sammlerstück aber ich benutze sie einfach nicht die make-a-wish little fish essence palette die sieht so aus. Ist mir zu warm, muss ich ehrlich sagen. Deshalb ja. Ich weiß, da werden sich einige Leute drüber freuen. Dann muss die Peach Origin Palette von Catrice gehen. Nie benutzt. Ich war einfach so enttäuscht von der lilanen Palette aus diesem Sortiments Update, dass ich die hier einfach nicht benutzen wollte. Dann die große Doja Cat BH Cosmetics Palette. Ähm ist mir zu all over the place mit den Farben und die Farben, die ich benutzt habe, fand ich einfach nicht gut. Deshalb, ja, die gehen muss. So, dann geht die Evolve Palette von Beauty Bay. Ein wirklich schönes Farbschema, aber ich greife sehr selten zu Riesenpaletten und ja, ich weiß nicht, irgendwie greife ich einfach nicht zu ihr. Ich habe sie, glaube ich, einmal, wenn es hochkommt, benutzt und das finde ich zu schade. Dann geht von Rivaldi Loop die White Wipes Palette. Ist so ein kleiner Dupe zur Naked Palette. Da ich die Naked Palette aber habe, brauche ich die hier einfach nicht. Und BH Cosmetics Supernova muss gehen. Ganz, ganz tolle Qualität, die Baked Shadows, aber ich greife halt einfach nicht dazu. Die letzten Eyeshadow Paletten, die ich aussortiere, sind einmal die Purple Haze von Cara Beauty. Ist mir einfach ein bisschen zu knallig. Dann die Puerto Rico Palette von BH Cosmetics. Spitzenqualität, aber ist mir einfach zu ähnlich zur Fury Palette, die ich von Beauty Bay habe. Und ich möchte gern die von Beauty Bay behalten, weil da einfach noch ein paar Töne mehr drin sind. Weshalb die gehen muss. Aber das ist wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Palette. Dann auch wieder ein Sammlerstück, was geht, ist die Evil Queen Palette von Catrice. Ich benutze sie einfach nicht. Ich. Benutze sie einfach nicht und dafür ist sie wirklich zu schade, um hier zu verrotten, sozusagen. Dann von Cara Beauty die Bailey vs. Kaylee Palette. Nie benutzt. Wirklich cool so, aber ich benutze sie einfach nicht. Mir sind zu viele gepresste Glitzer hier drin. Und die Slush Palette von September Rose. Ganz, ganz tolle Qualität, aber ich mag die ähm, Rainbow Palette von Colourpop einfach lieber und die von Beauty Bay und 3, 4, 5 brauche ich halt einfach nicht, weshalb die hier gehen muss. An Face-Paletten muss die Belgian Waffle-Palette von BH Cosmetics gehen, weil ich hier einfach nur den Shade und den benutzen kann. Und 4 zu 2 finde ich eine ziemlich schlechte Prozentrate, weshalb die gehen muss. Gleiches gilt für die Glowing in Grease-Palette. Da kann ich einfach auch nicht, die hier kann ich alle nicht benutzen. Und. Da nur zwei, wieder zwei zu vier. Kein gutes Ding. Dann von Revolution, die Pro HD muss gehen. Habe ich nie benutzt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Dann von Roxy die Palette, weil auch hier kann ich die Hälfte nicht benutzen. Ich habe sie mal geswatcht, ihr seht, aber ähm, sind einfach zu wenig Shades drin für mich, die ich benutzen kann. Und die Reval Loves Me On My Desk Face Palette, weil sie mich halt einfach nicht mehr anspricht. Genau. So als kleines Zwischending zeige ich euch einfach mal den Bin mit meinem Müll. Ihr seht, es sind unglaublich viele Lippenprodukte, auch teure Too Faced, ABH, KVD, Ciate, Mac. Aber ähm, ja, Stila Magnificent Metals, die ausgetrocknet sind, sehr sehr schade. Ein ganzer Bin voll Müll. Aber was bringt's, wenn's kaputt ist? Muss es halt leider weg. Deshalb, gerade bei Lippenprodukten, möchte ich nicht mehr so viel kaufen, muss ich ehrlich sagen, weil ich genug zu Hause habe und es halt auch schlecht wird, natürlich. Genauso Liquid Eyeshadows. Ja, sehr schade, aber es muss leider in den Müll. Kommen wir dann zu den Bronzern, die ich aussortiert habe: einmal von Beauty Bay die Farbe Donut. Ist mir einfach zu warm. Dann Demo von XX Revolution. Auch zu warm. Das gleiche gilt für den von L'Oreal. Wunderschön, wirklich. Tut mir auch im Herzen weh, aber ist mir zu warm. Und same für Glamour Bronze, Farbe Icon von Morphe. Auch der ist mir leider zu warm. Weiter geht's mit Blushes. Da habe ich auch einige aussortiert. Und zwar von Milani den Super Charged in Peach Frill. Ist so ein Cheek und Lipstick. Benutze ich einfach nicht und von ColourPop den Blush Stick in der Farbe Under Pressure gefällt mir von der Farbe her halt einfach nicht mehr so gut. Genau. Dann Single Blushes. Milani Coralina ist mir einfach zu dunkel. Ich bin zu heller Hauttyp für diesen Blush. Wirklich schöne Qualität, aber steht mir halt einfach nicht. Dann von Essence den The Blush in der Farbe Breezy ist mir zu schimmrig, mag ich nicht. Milani Cream Blush in der Farbe Nude Kiss. Ist mir zu dunkel. Dann den Oil Infused Blush von Catrice. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich mag keine Schimmerblushes. Und der ist purer Schimmer. Also, das ist der Grund, warum der gehen muss. Dann Revolution Peach Bliss. Habe einfach zu viele Töne schon, die ich lieber mag als den. Und Milani Coral Cove. Der ist mir einfach zu doll pigmentiert. Also das ähm, funktioniert für mich so nicht. Dann kommen wir zu Blush Paletten oder Blush Trios sozusagen. Einmal von Milani, die Farbe Flowers of Love. Kann ich einfach nicht genug benutzen. Zu hell, zu dunkel und wegen einem Ton möchte ich sie nicht behalten. Dann Doja Cat Rose. Hier das gleiche. Zu hell, zu dunkel. Nicht meine Farbe, warum auch immer ich sie damals gekauft habe. Pure Dummheit. Von Moira eine Palette, die Stay Ready. Spricht mich halt einfach nicht mehr an. Also ist nicht mehr ganz so meins. Und von Colourpop das gleiche. Zwei ähm, so Paletten mit Highlighter und Blush. Einmal Cookie Cluster. Was habe ich mir dabei gedacht? Die Shades sind mir alle zu dunkel. Und die Farbe Extra Glazed. Spricht mich halt einfach nicht mehr an. Also ihr seht einige Fehlkäufe dabei, ne? Dann habe ich von Elf zwei von diesen Bite-Size-Blush-Dingern. Und zwar die Farbe Watermelon und White Peach. Mag ich halt einfach nicht mehr. Dann von Love mit Letizia Lemak, das Blushing-Duo. Ich habe so viele Fa äh, Blushes in den Farben, die ich lieber mag als das Ding hier. Von Moira, Forever Bloom. Und Cheeky Romance. Eigentlich schöne Dinger, aber ich benutze sie halt einfach nicht. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Highlightern. Es tut mir leid, dass ich durch alles so schnell durchgehen musste, aber das Video wäre sonst abartig lang. Ja, wir haben einmal von Colourpop den laster Duster in Strobe Globe. Das ist ein loser Highlighter. Ist mir zu dunkel. Und gleiches gilt für die, hoppla, jetzt rollt hier was weg. Und Kommen wir dann zu den Highlightern. Sorry, dass ich so schnell durch alles durchgehen muss, aber sonst wäre das Video ewig. Ich habe einmal den losen Highlighter von Colourpop in Strobe Globe. Ist mir zu dunkel. Gleiches gilt für die Coffee to Glow Highlighter Beans von Essence. Seien wir mal ehrlich, dunkler als meine Hautfarbe, wie soll das ein Highlighter sein? Und auch on The Cusp von Colourpop ist mir viel zu dunkel. Kann ich euch aber auf jeden Fall sehr empfehlen von der Textur. Dann, was ich auch nicht mag, ist der IDU-Stick von Morphe. Ist halt einfach nur so ein glossy Stick. Benutze ich einfach nicht, um ehrlich zu sein. Bei Highlightern habe ich auch am meisten aussortiert, weil ich da viele in der Sammlung hatte, die einfach zu dunkel für mich sind. So, dann der 183 Days Highlighter muss gehen. Ähm, ich habe von Hourglass einen, der genauso ist. Und 183 Days könnt ihr nicht mehr bekommen, weshalb ich dann lieber den von Hourglass behalte. Dann habe ich von 11 die Farbe White Gold ist mir zu dunkel von Luna Beauty die Farbe Mercury der ist mir tatsächlich zu gelb ich hatte schon oft überlegt ob ich ihn aussortieren möchte habe es nie getan und jetzt muss er gehen eine wunderschöne Qualität aber ist mir einfach zu gelb dann von Wet and Wild Blossom Glow ist mir zu dunkel aber auch der ist ein wunderschöner Highlighter dann XX Revolution Strobe zu dunkel dann Revolution Set the Tone. Tatsächlich zu icy. Der ist mir einfach zu hell. Das sieht auch nicht schön aus bei mir. Josh Cosmetics Luna. Zu hell. Dann äh, Rival Loves Me. Den Bouncy Highlighter. Zu glitzerig. Weshalb auch der Fenty How Many Carrots gehen muss. Der Rival Loves Me ist so ein kleiner Dupe dazu. Das ist halt einfach pures Glitzer und sowas trage ich nicht. Dann Sisi, der Highlighter zu icy gefällt mir nicht an mir und von Catrice der Highlighter ist mir zu dunkel. Physicians Formula Diamond Dust ist wie der von Fenty Beauty ist mir einfach zu glitzerig mag ich nicht. Milani Strobe Light ihr hört einen Traktor im Hintergrund sorry ähm, zu dunkel. Dann Catrice aus der Limited Edition Glow Patrol. Ich habe den gleichen nochmal aus dem Standardsortiment, weshalb ich den hier auch nicht behalten muss. Dann ein Sammlerstück von Colourpop Villains, den Maleficent Highlighter. Ist mir einfach viel zu dunkel, leider. Und das gleiche gilt für Beauty Bay Glaze. Eigentlich ein schönes Ding, aber ein Ticken zu dunkel für mich. Dann habe ich von Rival de Loup die Q10 Palette. Den nutze ich einfach nicht und gleiches gilt auch für das soft duo mit revolution der ist mir zu dunkel und für den einen ton möchte ich es einfach nicht behalten und die letzten highlighter die ich aussortiere sind einmal äh, colourpop candy floss ist mir zu rosa warum auch immer ich den gekauft habe dann princess cut von jeffree star Same. <laughs> äh, da wusste ich einfach noch nicht, was ich gerne als Highlighter mag. Und dann der letzte Highlighter ist von Sol Buddy, also dem Colourpop Sister Brand in der Farbe Platinum. Wenn ich ihn denn mal aufbekomme, das ist nämlich auch so ein Ding. Ich bin irgendwie zu dumm, den zu öffnen. Der ist mir wie auch der von Luna Beauty einfach zu gelb. Ja, ihr seht, äh, ich war dieses Mal wirklich rigoros und pack mal das hier weg. Habe wirklich sehr, sehr viel aussortiert. Ja, falls ihr was davon haben wollt, lasst es mich einfach wissen. Schreibt mir am besten auf Instagram, weil wir da besser so in den Nachrichten miteinander schwätzen können. Ansonsten werde ich die Produkte dann so schnell wie möglich bei Vinted Online stellen. Es ist einiges, weshalb es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Aber ja, ich fühle mich um einiges leichter, weil ich jetzt nur noch die Produkte auch in der Sammlung habe, die wirklich zu mir passen. Gerade was Highlighter angeht, da hatte ich wirklich viel, was gar nicht mehr zu mir gepasst hat. Und ich freue mich, meine Produkte, die ich jetzt noch habe, benutzen zu können. Es ist immer wieder gut, so ein Deklatter zu machen und auszusortieren. Man fühlt sich einfach besser danach. Ich habe immer noch viel zu viel Make-up in der Sammlung. Ich weiß das. Aber es ist halt einfach meine Leidenschaft. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!